Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Tutorial-Teil aus der Kategorie Rome Total War und wie benutze ich meine Einheiten richtig etc. pp. Und im letzten Teil habe ich euch gezeigt, wie man eine Phalanx ausschalten kann und heute spielen wir selber mal eine Phalanx. Und dann nehmen wir mal die Seleukiden halt als Beispiel. Und als Gegner, ich weiß nicht, wen können wir nehmen? Irgendwas, was sich eignet. Im Idealfall wahrscheinlich sogar eine Römerfraktion, weil da haben wir wirklich was zu tun. Okay. Diese Silberschild-Pikiniere sind natürlich super, wenn wir die als Einheiten nehmen. Ich weiß gerade nicht. Lass mich mal gerade gucken. Gegen was kämpfen wir denn am besten? Ich weiß nicht. Gegen welche Truppen kommt man am häufigsten, wenn man die Römer spielt? Prinzeps wahrscheinlich, ne? Nehmen wir mal irgendwie 5 Einheiten Prinzeps oder so. Eine gute Wahl, achso, warte mal, ja, das ist mit der Phalanx zu spielen gegen andere Auswahl, das ist natürlich schwierig. Okay, machen wir irgendwie noch 3 Einheiten Equites oder so. Ja, es ist eigentlich zu, das wird schon wieder eine zu große Schlacht eigentlich. Also wenn man mit der Phalanx selbst spielt, ja, was sind wir da momentan, 7600, okay, gut, alles klar. Also wenn wir mit der Phalanx spielen, das Einzige, was wir brauchen, da tun es auch Popeleinheiten eigentlich gegen. Wow, schaut euch das mal an. Okay, da könnten wir die sogar rausnehmen, können wir nur eine Einheit Bogenschützen. Was? Ja, sollen wir mal gucken, ob wir das packen. Also eine optimale Kombination für die Phalanx. Es gibt 2 interessante Kombinationen, eine Phalanx zu spielen. Vielleicht fange ich mal so an. Die eine Kombination ist Einsetzen von Phalanx mit Fernkampfeinheiten, wie jetzt hier in dem Fall Bogenschützen, die ich genommen habe, wobei, Achtung, die Zwangspikeniere sind keine guten Einheiten, ja. Da würde ich ja gegen mein Prinzip verstoßen. So haben wir nur 4 Einheiten. Dann gucken wir, dass wir schon die Infanterieeinheiten in etwa gleich haben. Alter. Das wäre, also so oder so hat er einen schwierigen Stand. Ja, okay, gut, machen wir mal die Kavallerieeinheiten raus. Gerade an der Stelle. Also es gibt 2 Möglichkeiten, Phalanx-Einheiten zu spielen. Mit Fernkampf oder mit Kavallerie. Man kann auch beides kombinieren. Eine interessante Kombination ist es auf jeden Fall. Wir können ja mal diese Auswahl hier spielen. Dann seht ihr die beiden Aspekte des Phalanx-Kämpfens mit der Kavallerie und mit dem Fernkampf. Das wird eine relativ einfache Sache, meine ich. Geben wir ihm noch eine Einheit Hastati oder geben wir ihm noch eine Einheit Princeps? Brincaps sind natürlich gut gerüstet, das ist das Problem an der Sache. Ach, dass die Kavallerie, die so teuer ist, ne? Und die Equites und dann eine Einheit Hastati, 7670 zu 7700 irgendwas. Das ist schon ein bisschen viel. Nehmen wir nur eine Einheit. Was sind die teurer als die Bogenschützen? Nee, ne? Aber die sind noch nicht so wirklich viel billiger. Sollen wir nur eine Einheit Bauern nehmen zum Aufreiben? Ach, die sind teuer, ne? 330. 420. Ja, okay, gut. Dann machen wir es so. Dann kann ich vielleicht mal beide Aspekte zeigen. Wir kämpfen natürlich hier. Achso, wir könnten ihm eigentlich auch Bogenschützen geben, ne? Ja, machen wir es mal so. Stell den mal hier hin. Ich will schon, dass es meine Generalseinheit wird. Ja, okay, gut, so rum. 7550 gegen 7620. Das ist jetzt nur ein kleiner Unterschied. Da können wir mal beides zeigen. Also ich will euch jetzt hier nicht wirklich eine schwierige Schlacht für mich zeigen, sondern ich will euch in der Regel natürlich zeigen, wie ihr die Einheiten einsetzen könnt. Und genau. Wir kämpfen mit Bogenschützen, insofern ist natürlich ein offenes Gelände für uns gut. Das hier ist eine ganz gute Position. Und die Pikeniere könnten wir... Also bei der Phalanx funktioniert es so, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Ihr seht hier die Speerreihen, ja. Die ersten 3, 4 Reihen der Phalanx sind im Kampf und die anderen Speerreihen rücken nach. Oder sind sogar 5. Ne, sind sogar die ersten 5. Ne? Die ersten 5 sind im Kampf und die anderen Einheiten rücken nach. Das heißt, man kann eine Phalanx auf eine Stärke von 5 Mann aufstellen. Dann sind alle Einheiten der Phalanx direkt im Kampf. Was
glaube ich, eine relativ gute Sache ist. Außerdem bekommt man dadurch eine schön breite Front. Gucken wir mal gerade. 3, 4, 5, ne? So. Jetzt sind alle Mann direkt im Kampf, ja? Das hat natürlich auch historische Gründe, nur so mal gerade erwähnt an der Stelle. Und das machen wir mal hier auch noch. Genau. Warte mal, sind das 6? Ja, das sind 6. Okay, gut, das ist eine zu viel. So, der Vorteil ist natürlich jetzt hier, mit dieser Aufstellung hat man eine fast unüberwindliche Front, ja. Die ist schon extrem breit, muss man sagen. Und so eine breite Front kriegt der Römer mit seinen Princaps nicht hin. Das kann man... Haben die sich jetzt wieder anders aufgestellt? Oder habe ich da vorhin Mist gebaut? Dann habe ich wahrscheinlich vorhin Mist gebaut, oder? Marschiert! Ist ja immer noch 6. Okay, gut. Ich muss das nochmal gerade gescheit ausstellen. Okay. Gut. Ja, okay. Okay, das sieht ganz gut aus. Eine klassische Kombination, wenn man gegen nicht so stark gepanzerte Einheiten kämpft, bestünde darin, die Bogenschützen hier aufzustellen. Plänklermodus muss man dann natürlich ausmachen. Und mit Brandpfeilen auf die Gegner schießen, während sie näher kommen. In dem Fall lässt man den Gegner dann angreifen. Die Kavallerie könnte man zum Beispiel zum Flankenschutz einsetzen. Man könnte sie aber auch hier auf der Seite vor gegnerischen Frontalangriffen schützen. Und dann nachher quasi einmal so außenrum bewegen und dem Gegner in den Rücken greifen. Das sind im Prinzip die zwei Sachen, wie das hier funktioniert. Ich will es aber diesmal auch ein bisschen variieren und stelle die Bogenschützen ein bisschen weiter auf der Seite auf. Der interessante Punkt ist dann, dass man mit den Bogenschützen auch ausrücken kann, um dem Gegner in die Seite reinzuschießen, was eine sehr gute Sache ist, denn wir müssten auf dieser Seite angreifen, denn alle römischen alle Einheiten bei Rome Total War sind Rechtshänder, tragen die Waffe also in der rechten Hand und wenn wir von der Seite mit den Bogenschützen angreifen, kommt der Schild nicht so gut zum Einsatz. Da hat man sich also wirklich auch um eine realistische Umsetzung bemüht. Ich denke, wenn man gegen Römer kämpft, ist eine 5er-Aufstellung gut. Und die Bogenschützen hinter der Phalanx zu platzieren, ist vor allen Dingen gut, wenn man gegen Einheiten kämpft, die eine niedrige Moral haben, weil die Feuerpfeile werden schon einen Großteil der Einheiten zur Flucht bringen, bevor man überhaupt wirklich jetzt kämpfen musste. Was man auf jeden Fall beachten sollte, ist, dass es einen Bug gibt. Dieser Bug, der mir schon oft zu schaffen gemacht hat und vielen von euch wahrscheinlich auch, besteht darin, dass wenn man mit einer Kavallerie, wenn wir jetzt zum Beispiel hier käme jetzt, hier würde jetzt eine Einheit flüchten und wir würden unserer Kavallerie den Verfolgungsbefehl erteilen, unsere Kavallerie würde hier von hinten durch die Phalanx reiten und würde die gegnerische Einheit verfolgen. Wenn wir das machen, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Hälfte unserer Pferde in der eigenen Phalanx verlieren. Ihr müsst darauf achten, dass ihr eure eigene Kavallerie nie von hinten durch die eigene Phalanx reiten lasst. Da gibt es eben diesen Bug. Da muss man aufpassen. Ist ja auch nicht so unrealistisch eigentlich, weil, naja, also lange Speere und so weiter, ne, das ist natürlich nicht so ganz ohne. Also bei dem Einsetzen der Phalanx ist es so, nur mit Phalanx-Einheiten kämpfen halte ich für sehr leichtsinnig, wenn nicht sogar gefährlich. Ich würde immer versuchen, die Phalanx-Einheiten zu kombinieren, mit Peltasten mindestens, ansonsten mit so einer einfachen Kavallerie-Einheit. Okay, lang genug geschwätzt, ich versuche euch mal ein bisschen hier was zu zeigen. Wir rücken dazu mal ein bisschen von diesem Berg runter und gucken uns das mal gerade an. Kommt das schon an? Also er wird natürlich versuchen, hier mit seiner Kavallerie bei uns in die Bogenschützen reinzurennen. Oh, stopp, du musst anhalten, sonst wird's gefährlich. Was hat er denn da jetzt so... Oh, ich habe eine SMS gekriegt. Entschuldigt das, ich bin so unprofessionell. Na, dann rücken wir mal näher. Okay, gut. Ein Kollege von mir hat eine neue Handynummer. Toll. Ich mache mal gerade auf lautlos. Das soll mich ja nicht stören und vom Let's Playen abhalten. Ach so, er wird uns die Initiative überlassen, bezieht Stellung auf den Hügel. Naja gut, okay, dann von mir aus.
Ja, gut, wir kommen schon in Stellung. Dann können wir die Formation, die Gruppenformation an der Stelle auflösen. Wir schießen da natürlich auf seine Equites. Und gerade aber ein bisschen hier rüber. Ihr könnt immer mal wieder die Space-Taste gedrückt halten, um zu sehen, wie sich eure Einheiten hier aufstellen werden. Er versucht jetzt unsere griechische Kavallerie anzugreifen, wirklich? Nee, ne? Ja, dann reitet mal hier rein. Und wieder raus. Und da flüchtet er schon. Und jetzt seht ihr hier direkt diesen Moralvorteil, den wir haben. Er ist frontal auf die Phalanx drauf und da gibt es für ihn eigentlich keine Chance. Halt, stopp hier mal auf damit. Und ihr rennt hier rüber, macht mal das Autofeuer aus. Und also das da ist jetzt für ihn natürlich ein großes Problem. Oh, ich habe was vergessen. Ich schieße jetzt mal hier drauf, bitte. Okay, wunderbar. Wir ändern schnell unsere Formation. Der feindliche General läuft davon. Nie sollte sich ein Anführer so verhalten. Aus, damit die Feuerrate ein bisschen höher ist. Inmitten einer Schlacht. Okay, jetzt kommt die andere Taktik mit der Kavallerie. Einfach von hinten oder von der Seite reinchargen und volle Möhre draufgeben. Und in der Regel ergreifen die meisten Einheiten dann schon die Flucht. Wir hatten hier einen kleinen Geldvorteil, das will ich nicht verschweigen. Ja, genau, jetzt kümmere dich mal noch schnell um die, nee, nicht um die Prinzeps hier, sondern um die anderen Prinzeps. Es ist ja ganz gut, solange er mit den Prinzeps hier flüchten muss. Hey, ho. Hey, nein, 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 ich kenne den Bug. Okay, gut, dann haut er eigentlich auch schon wieder ab. Das ist interessant. Es gibt immer mal wieder die Problematik, dass eure Einheiten aus der Phalanx-Formation ausreißen werden, wenn sie sich im Nahkampf befinden. Und das seht ihr jetzt zum Beispiel. Stopp, Phalanx und zack, Speere runter. Und drückt die Rücktaste, also die Backspace-Taste. Und dann werden eure Einheiten wieder automatisch in die Phalanx reingehen. So, sehen wir jetzt den Bug? Nein, sehen wir nicht. Also passt auf eure Einheiten auf an der Stelle. Das ist wirklich gefährlich. Ich nehme mal hier rüber. Und ja, also im Endeffekt, das sind die zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Ihr könnt mit der Phalanx... ihr könnt mit der Phalanx hingehen und die gegnerischen Einheiten wegblocken. Und dann mit der Kavallerie im Rücken angreifen. Das wird die gegnerischen Einheiten fast immer zur Flucht bringen. Alternativ könnt ihr ansonsten eben versuchen, diesen Brandpfeilangriff von den Bogenschützen zu benutzen. Gut, ihr müsst, wenn die Römer jetzt beispielsweise frontal angreifen, nicht so viel Angst vor deren Pieler haben. Denn die Pieler werden wohl zum größten Teil in den Schilden der Phalanx hängen bleiben. Frontal sind die Pieler gegen eine Phalanx nicht wirklich gefährlich. Wo sie sehr gefährlich sind, ist von der Seite. Es gibt noch eine andere Sache. Ihr seht es jetzt auch übrigens hier wieder, dass sie so eine komische Aufstellung haben. Drückt die Rücktaste. Und dann stellen die sich wieder automatisch in die Phalanx-Formation rein, ja. Das kann man auch benutzen, um eine Kavallerieeinheit im Angriff schon auch zu vernichten. Und zwar, wenn ihr die Einheit nicht in die Phalanx stellt, dann nehmen sie ja die Speere hoch. Kurz bevor die Kavallerie kommt, ja, wir setzen nicht davor, stellt ihr die Einheit in die Phalanx rein und in dem Moment, wo die Speere runterklappen, richten sie offenbar den meisten Schaden an, soweit ich weiß. Okay.
Lauf mal dann hier rüber. Euch brauchen wir nicht mehr. Mit der Kavallerie reiben wir jetzt den Rest auf. Genau, und ich habe Kollateralschäden ohne Ende, weil meine Bogenschützen nochmal gefeuert haben. Ich vergesse das öfter. Aber okay, nobody is perfect. Ach, da sind ja noch ein paar Einheiten. Und ich habe vergessen, auf lockere Formation zu stellen. Das ist doch beim Verfolgen viel praktischer, wie mir der Lukas mal gesagt hat. Komm jetzt aber bitte hier. Ist übrigens verbaut. Das Verfolgen der gegnerischen Einheiten ist immer verbaut. Okay. Ja, also das ist im Endeffekt eine Art und Weise, wie man mit der Phalanx kämpfen kann. Ihr solltet auf jeden Fall, was ich hier an einer Stelle gemacht habe, was eigentlich nicht so gut war von mir, was ich aber nur machen konnte, weil ich hier eine passable Kavallerie und ein paar gescheite Bogenschützen dabei hatte. Was ihr ansonsten vermeiden solltet, ist die Phalanx zu weit voneinander zu entfernen. Die Phalanx kriegt immer einen Moralabzug, wenn sie von der Seite angreifbar ist und auf der Seite nicht geschützt wird im Nahkampf. Das seht ihr übrigens auch hier jetzt an der Aufstellung. Hier das, wenn da gegnerische Einheiten durchkommen, das zählt schon als flankierender Angriff. Dann sind die Seiten nicht mehr geschützt, da solltet ihr drauf achten. Und ja, das ist für die Moral der Phalanx-Einheiten einfach sehr, sehr wichtig. Verluste sind fast gleich null. Also wie gesagt, ich kann dafür plädieren, ihr habt es jetzt gesehen, auch gegen Princaps, die ja relativ gute Einheiten sind, Bogenschützen mit Brandpfeilangriffen, die funktionieren sehr gut und dann mit einer Einheit Kavallerie oder zwei kann man da schon eine ganze Menge machen. Das ist jedenfalls mal eine Art und Weise, wie man mit der Phalanx kämpfen kann. Und für mich hat sich das eigentlich immer bewährt. Passt halt nur auf, dass ihr nicht umlaufen und umzingelt werdet. Ja. Okay. Ich glaube, mit dem Kapitel Phalanx wären wir an der Stelle fast fertig. Ihr habt übrigens auch gesehen, ihr müsst gar nicht hier diesen Trick machen, dass man die Phalanx im Würfel aufstellt und dann die Bogenschützen reinpackt. Das könnt ihr natürlich machen, aber es ist halt nicht so spannend, würde ich sagen. Okay, ich weiß nicht, Phalanx-Einheiten zu bekämpfen macht in der Regel die größten Probleme, würde ich sagen. Aber vielleicht noch eine andere Sache. Vielleicht kann ich hier zu den Seleukiden nochmal was erklären oder nehmen wir die Armenier. Ist eigentlich egal. Ich muss mal gerade gucken. Das ist ja natürlich jetzt eine Schlacht, die nicht so oft kommt. Nehmen wir hier mal den Senat. Ja, Kamele natürlich gegen Kavallerie einsetzen, ist klar. Nehmen wir mal zwei Einheiten Kataphrakten gegen, weiß ich nicht, zwei Einheiten Stadtkohorte, die beste Infanterie der Römer, ja. Da könnte man noch was zu erklären, das machen wir mal gerade auf die Schnelle. Einfach nur kurz, um zu sagen, wie man Kataphrakten einsetzt. Vielleicht habt ihr dazu noch, vielleicht habt ihr das schon mal probiert und wart nicht so zufrieden, dass die Einheiten nicht so gut sich durchsetzen konnten. Und zwar, was ihr dazu wissen müsst, ihr seht, wir sind in Unterzahl und werden dementsprechend negativ bewertet. Kataphrakten haben einen Alternativangriff gegen gepanzerte Einheiten. Die Kataphrakten haben nämlich neben dieser Lanze, die sie haben, noch einen Streitkolben dabei. Und den kann man sehr effektiv gegen stark gepanzerte Einheiten einsetzen. Eben wie jetzt beispielsweise die Stadtkohorte. Ich würde trotzdem sagen, ihr müsst die Alt-Taste gedrückt halten und dann angreifen, damit die den einsetzen. Und das versuchen wir jetzt mal gerade. Und der erste Charge ist natürlich der Wahnsinn. Und ihr werdet jetzt sehen, dass die hier mit dem Streitkolben zuhauen. Seht ihr das? Ja. Dementsprechend sind die dann auch im Nahkampf sehr, sehr harte Gegner und machen erhöhten Schaden gegen gepanzerte Einheiten. Viele Einheiten von der Stadtkorte sind übrig geblieben. 45, ne, ist immerhin eine ganze Menge. Also hier muss man ein paar Mal chargen, denke ich. Jo, alles klar, ihr werft eure Pieler. Aha, ich glaub's auch.
Besonders verhängnisvoll ist der Kataphraktenangriff natürlich immer dann, wenn er von hinten erfolgt, das ist ganz klar. Wow. Hohoho. Ja, Pile hauen halt rein gegen Pferde, ne? Das ist eine fiese Sache. Okay, aber die erste Einheitsstadtkohorte sind dann aufgerieben. Ja, Berg runter lässt sich das nicht so gut erkämpfen, ne? So, und dann haben wir es eigentlich. Also der erste Angriff erfolgt auch beim Alternativangriff der Kataphrakten immer mit der Lanze. Ich würde aber halt trotzdem gucken, dass man nicht zu lange im Kampf gegen solche Einheiten wie Stadtkohorten bleibt, weil die im Nahkampf dann doch ziemlich krass sind. Und Problem war natürlich, dass ich da meine Pilersalve eben, meine abgekriegt habe. Ach komm, 4 Stück? Oder waren es 3? 4 Stück meine ich, ne? Hier versuchen wir nochmal den Angriff in den Rücken. Die Stadtkohorte ist ganz schön schnell dafür, dass die so fett gepanzert sind. Aber die AI hat da ja nicht so große Probleme. Sollte man Keilformation verwenden, wäre vielleicht noch eine Frage. Würde ich zum Beispiel einsetzen, wenn ich gegen eine Phalanx kämpfe. Genau, rennt sie nieder. Und ja, also, da sind jetzt aber nicht mehr viele übrig, ne? Gut, alles klar. Machen wir dann noch schnell an der Stelle. Jagt ihn vom Feld, schenkt ihm weder Ruhe noch Mitleid. Mal wieder den Trick mit der lockeren Formation. Ja, wo war ich stehen geblieben? Keilformation würde ich einsetzen, wenn ich von, wenn ich in den Rücken einer Einheit angreife. Also von vorne mit der Phalanx wegblocken und dann in den Rücken mit der Kavallerie in Keilformation angreifen. Schön Frontalangriff würde ich die Keilformation nicht unbedingt benutzen. Weil, also der Vorteil ist halt, dass die Formation aufgebrochen wird und das ist fataler, wenn man das in den Rücken einer Einheit macht. Vielleicht, wenn wir schon dabei sind, kann ich das an der Stelle nochmal zeigen, wie man das machen kann. Keine Ahnung, wir nehmen Makedonen gegen irgendwas. Eigentlich egal, nehmen wir mal die Griechen. Hier 2 Einheiten von denen und eine Einheit Lanzenreiter oder so. Keine Ahnung, gegen 2 von denen kann man das da. Also es geht ja jetzt nur darum, das zu zeigen. Ach, das sind nur 80. Bei mir sind es 120, ne? Okay, gut, dann machen wir es so rum. Okay. Dann zeige ich das nochmal mit der Keilformation. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn man in den Rücken einer Phalanx angreift. Man wird nämlich gegen die AI immer ein paar Einheiten dann verlieren. Denn wenn die AI eine Phalanx spielt, dann hat er irgendwie Stacheln im Rücken oder so. Und da wird man Einheiten dran verlieren. Wir müssten ja zahlenmäßig so halbwegs ausgeglichen sein, ne? Stell ich mal hier hin. So, ich mache ein bisschen langsamer. Das ist eine merkwürdige Formation, die er da gewählt hat. Aha, jetzt hat er es gemerkt.
den Braten gerochen. Ja, 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 ist klar, ne? Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Die Keilformation ist halt mega verbaut. Ja, dann arbeite dich doch mal gerade da in unserer Einheit ab. Ach nee, schau dich das mal an. Der will jetzt meine Kavallerie stellen. Du bist doch beknackt. Komm. Oh je, Jesus. Schau dich mal an, wie die da vorbeireiten. Das ist natürlich mega clever. Okay, aber so würde das dann funktionieren. Dann sollte man ganz schnell aus der Keilformation raus, damit die Einheiten gescheit verfolgen können. Ja, dass die jetzt da dran vorbeigeritten sind und da irgendwie auch noch so eine Einheit dran hängen geblieben ist oder vier oder was weiß ich, geschenkt. Ja, passiert. Kann man nichts machen. Warum reiten die denn jetzt neben denen her? Aber gut, so funktioniert das eigentlich. Vielleicht kann man es an einer Stelle nochmal zeigen. Ja, und das ist halt auch so ein Grund, warum ich die Makedonen so wahnsinnig geil finde. Die leichten Lanzenreiter haben halt den brutalsten Angriff für so eine billige Kavallerieeinheit und die kosten echt nix, ja. Also in den Rücken angreifen mit der Kavallerie und die Keilformation benutzen, das ist eine lohnenswerte Sache. Hau doch ab. Boah, haut ihr doch auch ab, bitte. Sag mal. Ist jetzt ein Depp, der sich da fangen lassen will. Wir kennen hier Phalanx. Der haut schon ab, wenn er sie nur sieht. So, dann machen wir die mal gerade weg. Gut. Oh Mann, versteif dich doch nicht so auf meine Kavallerie. Greif doch mal lieber meine Phalanx an. So. Keilformation und angreifen. Na komm schon. Da seht ihr dann jetzt, wie erstmal die eine. Die fallen alle um wie die Fliegen. Aber es hat trotzdem geklappt. Okay, das sind gut. Keine Soldaten, sondern Hasenfüße, die vor unseren Männern davonlaufen. Ja, ja. Mach die Keilformation mal aus. Lockere Formation an. Okay, aber guck mal, wie viele eine. Oh, das war witzig. Ja, aber guck mal, wie viele Einheiten hier gestorben sind, einfach nur, weil die denen in den Rücken reingeritten sind. Also die, der Kampf in den Rücken der Phalanx, der funktioniert nicht immer so gut. Dieser Sieg ist der Götterwürdig. Ein Tag des Triumphes, um darüber Lieder zu machen. Genau, so kann man das auch machen, ja. Aber ja, so in etwa setzt man die Keilformation ein. Die funktioniert recht gut. Auf diese Art und Weise. Okay, wie man Elefanten einsetzt und wie man die ausschaltet, brauche ich euch an der Stelle nicht zu erklären, glaube ich. Brandpfeile natürlich und Philites sollte man nicht unbedingt einsetzen. Philites können natürlich sehr gut sein, um Elefanten in Panik zu versetzen, klar, aber sie halten halt auch wenig aus und geraten selbst schnell in Panik. Ich weiß nicht, was haben wir denn hier noch so? Ja, also man kann, naja, wobei, wenn wir mal gucken, warte mal, da sind wir die Karthager mit einem Kriegselefanten. Wie viele Philites können wir denn gegen die einsetzen? Vom Geldausgleich her, 7220. Ja, also ich glaube, mit einer fast Fullstack-Armee Philites kann man auch die Elefanten ausschalten. Ich glaube, man braucht sogar nur 4 Einheiten oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Philites sind, oder Peltasten halt in dem Falle, sind auch immer gut geeignet gegen Streitwägen und natürlich gegen Kavallerieeinheiten. Unterschätzt nur nicht, dass sie halt eine sehr schlechte Moral haben und schnell mal die Flucht ergreifen. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was ich sonst noch so alles erklären soll. Ich würde sagen, wir machen es mal so, dass ihr jetzt noch ein paar
Fragen und Anregungen stellen könnt. Und wenn ihr was Spezielles sehen wollt, dann sagt mir das nochmal. Ich weiß nicht, muss ich erklären, wie man mit Germanien spielt? Das habt ihr in meinem Julia-Let's Play gesehen. Tja, lasst mich nochmal gerade gucken, was gibt's denn so? Ich meine, es gibt ja natürlich noch andere Fraktionen, die man halt irgendwie spielen kann, wobei ich jetzt Numidien für eine der schwächsten halte. Ja, also, ich würde auch jetzt echt sagen, das sind jetzt so, glaube ich, die wichtigsten Sachen. Und wenn ihr Fragen habt oder mir noch was einfällt, dann mache ich da nochmal einen weiteren Part zu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.